Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm und spielt sich auch ganz leise an der Gurke. Oh, ich höre jetzt auf. Hallo und willkommen zu Rust. Ich wollte eigentlich kein neues Projekt anfangen, aber irgendwie fesselt mich dieses Spiel schon seit Tagen. Ich weiß nur nicht wirklich, wo ich hier gerade bin. Hab hier einen Server gefunden, der einem Let's Player sehr ähnlich klingt. Ich hoffe mal nicht, dass es seiner ist. Aber wenn, dann entschuldige ich mich dafür, weil... Huch, was war das? Eine Kiste. Ja, gut. Ich möchte hier keinem ins Handwerk reinfuschen. Habe mir auch lange hin und her überlegt, machst du Let's Play draus, machst du keins draus. Ich habe jetzt entschieden, ich mache doch eins draus. Weil ich habe überall aus diesem Spiel ein Multiplayer-Let's Play gesehen, wo dann auch PvP gemacht wird. Und ich will mal versuchen, ob ich schaffe, ein Singleplayer-Let's Play zu machen, wo es rein ums Überleben geht. Wo du den Arsch an der Wand kriegst und vielleicht auch mal irgendwie vorwärts kommst, ohne dass du angegriffen wirst. Rust, ja, kennt wahrscheinlich jeder, muss ich glaube ich nicht mehr allzu viel drüber erzählen. Für die Leute, die es nicht kennen, du bist halt ein armer, nackter Mann. Irgendwo in der Butnik und musst zusehen, dass du überleben kannst. Du hast hier unten rechts hast du deine Health Points, du hast deinen Hunger, du hast dein Rats, also die Radioaktivität. Das ist das Inventar, was du gesammelt hast. Das haben wir jetzt gerade abgebaut hier. Steine, Metall und Sulfur. Beziehungsweise in der Rohfassung natürlich. Die müssen wir dann noch irgendwann schmelzen, dass wir dann auch wirklich Metall bekommen. Um uns dann Waffen zu bauen zum Beispiel oder hacken oder wie auch immer. Wie man sieht, sind wir nicht alleine auf dem Server. Ist ja auch ein Public-Server. Ich hoffe, dass wir hier wirklich unbeschadet dieses Ding erledigen können. Hier ist Holz. Man könnte das Holz auch von den Bäumen direkt abbauen, aber das bringt nicht allzu viel. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Hier haben wir 7 pro Schlag. Wenn wir gleich an den Baum gehen, haben wir nur einen pro Schlag. Das heißt, wenn wir da vom Baum her, müssen wir uns nochmal hinhocken, wenn wir vom Baum her das Holz holen würden, würden wir wahrscheinlich in 10 Jahren noch am Gange sein. Und so lange möchte ich das Spiel aber nicht spielen, bin ich ja ganz ehrlich. Weil da gibt es dann mit Sicherheit schon wieder was Neues, was Besseres, was Schöneres und so weiter. Dieses Spiel hat, wenn man es kauft, eine FSK 18-Geschichte. Liegt auch daran, dass hier eigentlich Zombies durch die Gegend laufen. Aus den Zombies wurde jetzt aber in der Alpha, es ist ja nach wie vor die Alpha, sieht man oben rechts, aus den Zombies wurden Bären. Da gibt es dann unterschiedliche Bären, kann ich dann nachher, wenn es drauf ankommt, nochmal zeigen. Zeige ich dann, wenn es soweit ist. Ich klopp hier erst nochmal an den Baum, dann seht ihr auch, dass da eben nur einmal Holzball rauskommt. Wenn ich das machen würde, wie gesagt, dann bin ich Weihnachten 2048 noch nicht fertig. Hier haben wir einen normalen Holzhaufen, der liegt da schon. Da sind wir dann bei 7er Holz und dementsprechend steigert sich unser Inventar. Zumindest das Guthaben im Inventar. Ja, wie gesagt, das Spiel ist noch im Alpha-Stadium. Und von daher wird es mit Sicherheit noch den einen oder anderen Bug haben. Von daher seht davon bitte ab. Auch das Cheaten ist hier noch möglich. Ich hoffe, das wird bald nicht mehr möglich sein. Weil Cheaten ist echt lahm. Also wer von euch dieses Spiel auch spielt und eben auch cheatet und denkt sich, ist ja blöd, der baut da so lange ab. Lasst den Scheiß einfach sein, weil macht keinen Spaß. Wenn ich cheate, muss ich da kein Geld für ausgeben. Dann kann ich auch aufs Klo gehen. Da kann ich auch cheaten und habe wahrscheinlich noch mehr von. Nämlich eine volle Schüssel. Da ist noch so viel Holz, aber da sind Häuser, da sind schon Wohnstätten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da Angst haben muss, dass die mich da ablegen. Ein Reh. Guck mal, das könnte unser Futter werden, wenn wir uns jetzt vorsichtig verhalten. Und hier nicht unbedingt mehr noch ein anderer dazwischen kommt. Ich versuche das mal mit einem Stein zu erlegen. So, ich sollte auch die Maustaste loslassen. Denn daraus können wir ganz viele tolle Sachen machen.
Und ein Hühnchen. Chicken. Chicken ist auch cool. Wo ist es hin? Bleib doch stehen, du blöde Sau. Dann noch ein braunes Hühnchen. Weiße Eier, braune Eier. Jetzt wissen wir, wie weiße Eier entstehen. So, jetzt können wir das nämlich nochmal ernten. Und ihr seht ihr, wir kriegen daraus Chicken Breast. Und andere Sachen. Gerade bei so Hühnern. Da kommt auch nicht allzu viel rum. Komm her, wir krallen uns das Reh. Los, du Vieh. Beim Reh, da kriegen wir mehr raus. Beim Hühnchen, das ist nicht allzu viel, was wir da rauskriegen. Macht auch nicht allzu viel Spaß. Da rennst du jedes Mal blöd hinterher. Und bei dem weißt du, der. Huch! Das ist halt das Problem mit dieser Alpha. So, wo bist du Vieh? So, jetzt haben wir eine mit drei Schlägen geplättet. Können wir eine ernten. Ihr seht da Animal Fett. Kriegen wir da raus. Wir kriegen Kleidung raus. Also Stoff, womit wir Kleidung machen können. Damit wir uns den Arsch da nicht mehr abfrieren. Ne? Das ist natürlich schon richtig cool, ey. Und natürlich Futter. Ja, ist halt die Frage, wird das hier auch noch dunkel oder bleibt die Sonne permanent da oben stehen? Das weiß ich natürlich alles nicht. Es gibt einige Server, die haben das halt deaktiviert, dass es Nacht wird. Wenn es Nacht wird, sollte man zusehen, dass man den Arsch in die Berge hochkriegt. Es sei denn, man hat ein Haus, eine Hütte. Dann kann man natürlich auch in die Hütte reingehen. Die wollen wir uns natürlich auch bauen. Dazu müssen wir uns noch einen geeigneten Platz suchen, wo wir dann später auch noch in andere Städte rein können, die hier schon von vornherein vordefiniert sind auf der Karte. Um in diesen Städten, da ist es natürlich auch sehr radioaktiv, dort können wir dann eben auch noch Sachen plündern in Kisten, müssen aber aufpassen, die sind immer sehr heiß begehrt. Da gibt es den einen oder anderen Server, da wird richtig dafür dann gekillt. Da musst du auch aufpassen, dass du eine Kiste zu Hause in deinem Haus hast, dass du deine Sachen da so ein bisschen taktisch verbreitest und so weiter. Und ich hoffe, ich bin nicht auf so einem Hardcore-Server jetzt gelandet, wo die ganzen Kiddies oder Extremlers meinen, dass sie hier unbedingt PvP machen müssen, aus Blut komm heraus. Das würde ich nicht begrüßen, weil das macht bei so einem Singleplayer-Let's Play dann gar keinen Spaß. Dann könnte es auch passieren, dass ich hier ganz schnell abbreche. Weil, wie gesagt, eigentlich wollte ich dieses Let's Play gar nicht machen, aber das Spiel fasziniert mich so dermaßen. Da habe ich mich dann doch zu entschlossen, weil ich es im Moment mehr spiele als die anderen Spiele, die ich gerade habe, wo ich auch die Let's Plays draus mache. Der ein oder andere treue Zuschauer wird es merken, wird sehen, ah, okay, ich habe hier eigentlich was anderes erwartet. Jetzt macht er wieder was Neues. Der Poppy, der ist blöd. Nee, ist er nicht, weil der Poppy hat keine Lust, sich nur an ein Spiel zu binden und ich mache es hier nicht aus Berufswegen, wie so manch anderer, sondern ich mache es aus Just for Fun. Und wie gesagt, für mich ist es nur ein Spaß. Ich spiele das ein oder andere Spiel auch mal an. Dann kann es passieren, dass ich mal längere Zeit dieses Spiel eben nicht spiele oder kürzere Zeit, weil eben andere Spiele, die nachkommen, für mich dann wieder interessanter sind. Wie eben so eine Survival-Dinger. Finde ich voll geil, die Dinger. Wenn man da nicht unbedingt alle 5 Minuten abgemurkst wird. Denn sowas hat es auf dem einen oder anderen Server eben gegeben und das ist wirklich nervig. Kommst du als Newbie hin, versuchst einen Arsch irgendwie an der Wand zu kriegen und bevor du überhaupt eine Lage hast, eine Peilung hast, wo du bist, wer du bist, wann du bist, bist du tot. So, wir haben im Inventar, wir gucken mal rein, rohe Hühnchenbrüste haben wir. Wir haben Brüste. Wir haben Holz. Ja, pass auf, das schmeiße ich weg. Das kriegen wir noch oft genug durchs Lagerfeuer, das kriegen wir selber. Animal Fett, da haben wir Clothes, wir haben Sulfur und wie auch immer. Gut, dann können wir, um einfach mal den Stein etwas besser zu machen, craften wir uns mal eine Steinaxt. Oh, das ist aber schnell hier. Eigentlich dauert das länger. Eigentlich dauert das. Okay, dann ist das hier ein sogenannter Noob-Server, wo ich gerade drauf bin, wo es dann doch ein bisschen vereinfacht ist. Finde ich persönlich nicht ganz verkehrt, weil dann geht das alles so ein bisschen schneller und ich muss nicht hier, das ist ein Bogen und ich muss nicht hier stundenlang
craften. Das finde ich natürlich voll geil. So, dann nehmen wir hier nochmal 10 Pfeile. Normalerweise alleine, um diese Pfeile zu craften, müsste ich hier 1,5 Minuten sitzen und euch irgendeine Story erzählen. So, weil jetzt haben wir uns Werkzeug gemacht. Mit diesem Werkzeug haben wir jetzt extrem geile Möglichkeiten, zu jagen oder halt auch abzubauen. Tja, soll ich es wagen, da mal rüber zu laufen? Ich hoffe ja nicht, dass hier irgendwie jetzt einer mal kommt und mich abnervt. Denn wenn wir jetzt hier unseren Bogen rausholen, dann haben wir hier vorne ein olles Schwein. Dieses Schwein ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mit dem Bogen zu schießen. Also es könnte auch passieren, dass der ein oder andere Pfeil da mal dran vorbeigeht. Der hat jetzt getroffen. Ah, sag ich doch. So. Und dann müssen wir nicht mehr hinterherlaufen, sondern wir können jetzt unser Beil holen. Hallo, Beil, Beil. Und dann können wir hier nämlich viel, viel schneller abbauen und wir kriegen auch viel mehr Ertrag raus. Also wenn ich diesen Stein dazu nehme. Der Stein ist also dann wirklich nur noch so der letzte Grundgedanke. Hoffentlich hat uns keiner beobachtet. Haben wir auch noch ein paar Steine. Steine sind immer wichtig. Also wir könnten jetzt, wenn wir mutig wären und schon Häuslein hätten, da drüben diese Hütten, die wir da im Hintergrund sehen, könnten wir natürlich angreifen. Und dann versuchen, die natürlich rauszuräumen. Machen wir aber nicht, weil wir sind faire Spieler. Ne? Machen wir nicht. PvP ist scheiße, gerade im Survival Game. Klar gehört das irgendwo immer dazu. Aber, ne, bin ich feige. Traue ich mich nicht. Irgendwo hier war da so ein alter Holzhaufen, so ein Scheiterhaufen. Ne, klar gehört zur PvP dazu, ist überhaupt keine Frage, aber ich, ehrlich gesagt, finde es scheiße. Macht einem so das Spiel so ein bisschen kaputt. Gerade in so einer Welt, wo man zusammenhalten sollte. Hier so ein Schwein kann man auch anders jagen. Kannst auch hinterherlaufen. Muss nur schnell genug sein. Und dann kannst du das auch damit erlegen. Gibt auch immer wieder Tiere, wenn du die jagst, in dieser Alpha und die hast sie erlegt, dann kann es passieren, dass du die nicht wirklich abbauen kannst. Habe ich auch schon gehabt. Weil, ist klar, ich spiele das jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe mir auch ein paar Videos dazu angesehen. Dieses Spiel finde ich völlig genial. Weißt du, aber wenn du dann ewig einen hast, wo dann nur PvP gemacht wird, das ist dann doch etwas nervig. So, jetzt müssen wir, also die Sonne bleibt da irgendwie stehen. Normalerweise wird auch Nacht. Wie gesagt, dann sieh zu, dass du irgendwo in die Berge kommst. Am besten da, wo du keine freie Sicht hast auf das Feld. Denn überall, wo du freie Sicht drauf hast, da wirst natürlich auch du gesehen. Und wenn du gesehen wirst, wird das immer kritisch. Denn gerade als Anfänger auf dem Server. Gerade als Anfänger auf dem Server hast du eben halt immer das Problem, dass du einfach den Kürzeren ziehst. Die Leute, die hier schon drauf sind, die haben natürlich schon ein Haus und die haben auch Kleidung und die haben auch Waffen und da ziehst du einfach den Kürzeren. Und jetzt haben wir das große Los. Hier unten sehe ich gerade, wir sind hungrig. Weil wir hungrig sind, nehmen wir unsere Füße in die Hände. So war das. Ah, hier, da hinten. Da hinten siehst du. Dieses Graue, das hier, das ist eine Stadt, da ist Radioaktivität drin. Und da gibt es auch rote Bären und Wölfe und hast du nicht gesehen? Also Bären, nicht Bären, sondern Bären mit Ä. Wenn ich in der Schule war, weiß ich, Bären. Das sind dann die Roten. Da kommt dann nicht so viel Ertrag bei raus, was jetzt das Schlachten betrifft. Aber du kriegst auf jeden Fall Equipment. Super einfach dazu. Das können dann Pistolenkugeln sein, das können sogar eine Pistole sein, das kann, keine Ahnung, Radioaktivitätspillen sein. Das heißt, wenn dein Radioaktivitätslevel hochsteigt, na, läufst du auch, kannst du den damit senken und du läufst dann nicht Gefahr, dass du da irgendwie verreckst. So, hier oben war ich noch gar nicht gewesen. Jetzt muss ich nur gucken, ist hier irgendwo vielleicht
So eine alte Hütte? Keine Hütte. Da hinten ist ein Rohbau. Scheiße, wenn die mich hier natürlich sehen. Nein, dann. Ich riskier's. Ich muss mir nämlich jetzt erstmal ein Feuer bauen, ein Feuer craften, ein Campfire. Das craften wir jetzt mal. Und dieses Campfire platzieren wir hier einfach mal. Und usen es, wie der User sagt. So, dann splitten wir mal hier den Fraß und sehen zu, dass wir hier ein bisschen was zu Futter kriegen. Ja, toll. Wenn ich sage splitten, meine ich nicht drauflegen. Tolle Wurst. Tolle Wurst, tolle Wurst. Dann crafte ich mir doch mal gleich mal ein bisschen was zum Anziehen. Weil, wenn ich mir eine Hose crafte zum Beispiel... Ey, das geht... Es ist faszinierend, wie schnell das hier geht. Das ist echt irre. Oh, mir fehlt Stoff. Drei brauche ich, zwei habe ich nur. Toll. Füße gehen wieder leer aus. Normalerweise würde ich hier 60, 62 Sekunden warten müssen. Bis ich mein Anziehsachen fertig habe. Nein, ich will... Gib mir doch mein Essen hier. So, interessant ist, eben habe ich es weggeschmissen, hier kriege ich es. Das ist eben die Asche und aus der Asche kann ich dann später mal Schwarzpulver machen. So, jetzt wollen wir erstmal essen und wir sehen, hier unten steigt wieder die Lebensfreude. Denn mit dem Essen geht's einem, kennt er ja selber, geht dann gleich einem wieder ein bisschen besser. Ich glaube, ich stelle mich mal hin. Aber irgendwie geht die Sonne jetzt doch unter, oder was? Gerade sag ich's noch, jetzt geht die Sonne doch unter. Also sie bleibt dann doch nicht an der gleichen Stelle stehen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, wird es dunkler. Also es ist auf jeden Fall, ist es hier, recht ruhig. Ich kenne das anders. Das muss ich ja echt mal so sagen. Es ist hier wirklich recht ruhig. Nicht links, sondern rechts ruhig. Gut, den Qualm siehst du auch nicht so. Da muss man natürlich auch drauf achten, ne? Weil wenn du ein Lagerfeuer nicht siehst, aber du siehst einen Qualm, dann weißt du, okay, da hängt so ein kleiner Vogel und brutzelt sich irgendwas oder dem ist einfach nur kalt. Und wenn dem kalt ist, dann weißt du genau, dem geht's scheiße. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir hier wegkommen. Denn bevor uns Anna entdeckt, könnte es auch schnell für uns böse ausgehen. Zumal es auch dunkel wird, so wie es aussieht. Da müssen wir nämlich sowieso in eine Berge hoch. Wir haben nämlich noch keine Hütte. Denn nur mit der Hütte sind wir recht sicher und haben eben auch wieder einen Punkt, wo wir dann, nachdem wir gestorben sind, wieder aufwachen können, dass du nicht wieder von vorne anfängst. Denn würde uns jetzt, kann man eigentlich Türen, natürlich kann man Türen eintreten, allerdings nur mit der Axt. Und das dauert so ungefähr 3 bis 4 Minuten, wenn man so eine Axt hat. Aber da musst du auch schon eine gute Axt haben. Wo wollte ich drauf hinaus? Jetzt habe ich Faden verloren. Achso, wenn uns jetzt einer umbringen würde, wäre es nämlich fatal. Wir würden wieder von vorne anfangen und das Let's Play, womit ich angefangen habe, wo wir jetzt schon fast 20 Minuten gucken, wäre für einen Arsch. Deswegen ist das immer echt fatal, wenn man gerade solche Sachen macht auf Public-Servern. Ist es dann immer ganz heftig, dass man da dann vielleicht... Tatsächlich, die Sonne geht unter. Hat aber echt lang gedauert. Oh, los, du blödes Chicken-Ding da, wird fertig. Meine Güte. So, wie du siehst, geht das Feuer aus, weil ich den Holzscheiter rausgenommen habe. So, das heißt, wir müssen jetzt die Bahn in der Hand nehmen und müssen zusehen, dass wir hier in die Berge kommen. Weil... es, wie gesagt, sehr gefährlich wird. Wenn du hier im Dunkeln am Gange bist, du hast keine Orientierung. Es gibt natürlich keine Straßenlaternen, wie bei uns hier auf deutschen Straßen oder türkischen oder kasachstanischen oder russischen oder ich habe keine Ahnung, von wo ihr überall herkommt.
Und deswegen haben wir eben das große Los, dass wir uns verstecken müssen. Aber dann können wir auch in Ruhe mal craften. Und können, das ist eigentlich so der Punkt, wo man dann immer craftet. So nachts beim Lagerfeuer. Man singt so ein bisschen, holt die Gitarre raus und dann craftet man. Und jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Doch, da. Ne, deswegen, da muss man dann zusehen, dass man sich hier irgendwo eine Stelle sucht, die möglichst kein anderer hat, natürlich. Aber irgendwie kommen wir dem Haus dort immer näher. Also man kann fast überall eigentlich hochkrabbeln. Es gibt wirklich sehr, sehr weniges, wo man nicht hoch kann. Das ist das Coole. Aber... Oh. Ist das ein Stein oder ist das ein Haus? Ein Stein. Ja, ich spiele hier gerade bei Tageslicht. Tageslicht! Und da ist es ein bisschen blöd. Tja, wo ist die richtige Stelle? Gerade wenn man alleine ist. Wenn man in so einem Multiplayer ist, dann ist das eigentlich ganz cool. Da hast du immer einen, der mit aufpassen kann. Aber wenn du alleine bist, dann musst du wirklich zusehen, dass du da irgendwie deinen Arsch in der Wand kriegst. Gerade, wie gesagt, über Nacht, ey. Vor allem mit mehreren Leuten ist das immer einfach. Aber alleine? Ich kann mich da nur wiederholen. Wie ist es alleine? Scheiße. Gerade hier, ey, das ist so offen. Man sieht schon fast nichts mehr. Wenn ich jetzt hier ein Lagerfeuer mache, dann siehst du diesen Heiligenschein hier. Aber ich glaube, wenn da unten in dem Haus einer sein würde, wenn der Spieler on sein würde, ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt wehtue, wenn der Spieler on sein würde, dann hätte ich ihn, glaube ich, schon längst gesehen. Hätte er sich doch bestimmt schon mal blicken lassen. Meinst du? Ich glaube, ich bin sicher hier. Da hinten, da geht die Straße weiter. Ich wollte eigentlich... Oh, Hütten. Nix gut. Hütten, nix gut. Ja, ist doch scheiße hier, ey. Gut, dann bleibe ich jetzt hier einfach mal im Dunkeln stehen. Also normalerweise müsste ich ein Feuer machen und müsste mich wärmen. Aber da ich Kleidung anhabe und hier oben nicht steht Cold, muss ich jetzt, kann ich jetzt nur hoffen, dass mich hier keiner entdeckt mit meiner hellen Kleidung. Wenn hier einer lang kommt, dass ich quasi den Morgen überlebe. So, da haben wir es dunkel. Das dauert jetzt ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt mal hingehen und so ein bisschen craften, denn ich muss, ja, ich muss. Was brauchen wir eigentlich dafür? Das Fundament. Das Fundament besteht aus Wood Planks und diese Wood Planks, das sind diese hier. Die müssen wir jetzt craften. Kann man das nicht hier auf einmal machen? Dann muss ich hier klicken. Klick, 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 klick. Die muss ich natürlich craften, wie blöd, wie Bolle. Aber ich mache natürlich nicht alles an Holz erstmal weg. Sondern ich behalte mir noch mal ein bisschen was über. So, aus diesen 45 Wood Planks, das sind die hier, kann ich mir dann zum Beispiel Fundamente bauen. So, 8 Stück will er haben für eins. Jetzt wollen wir uns überlegen, wollen wir ein sicheres Haus bauen? Dann machen, müssen wir schon mal ein paar mehr machen, ne? Drei, wir machen erstmal drei.
Drei Fundamente. Dann brauchen wir wenn ne, was wie heißt der? Pillar? Pillar, das sind diese Holzstämme, ne? Windows, Desk, Ramp? Ne, eine Rampe brauchen wir nicht. Metall. Metall, das ist ja das, was wir dann hier aus dem Metallohr schmelzen können. Dazu brauchen wir eben diesen Ofen. Aber das können wir alles dann machen. Wir müssen jetzt erstmal Wände machen. 1, 2, wir machen erstmal ja nicht allzu viel. Und wir brauchen einen Türeingang natürlich. Wir müssen auch irgendwie reinkommen ins Haus. Und mehr können wir erstmal nicht tun. So, jetzt heißt es für uns natürlich hier im Dunkeln sitzen, abwarten. Und deswegen mache ich hier erstmal aus und sage danke und warte für die nächste Folge ab, damit wir dann auch speichern können vor allem, weil wenn wir nicht kein Haus haben, können wir nicht speichern. Das ist eben der Knackpunkt. Gut, ich sage hier an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zur nächsten Folge, wenn es dir gefallen hat. Würde mich freuen. Tschüss! So, viel gelernt in der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, weil es gibt da schon ein paar Let's Plays von diesem Spiel und die sind natürlich alle saumäßig geil und die Messlatte, die ist da sehr hoch. Deswegen will ich mich da nicht dran anschließen, will aber mein eigenes Ding durchziehen und will mal gucken, ob ich alleine hier überleben kann oder ob ich mich doch irgendeiner Gruppe anschließen muss. Wir werden sehen. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao!